für Furore gesorgt. Obwohl die Bundesliga-Bilanz ganz klar für Marvenge spricht. 16:4, also 16 Siege und nur 4 Niederlagen in dieser Saison, Marvenge. Bei anderer Sportpinka sieht das etwas anders aus. 9 Siege, 11 Niederlagen. Favoritenrollen also klar verteilt. Dennoch, der Beginn dieser Partie des ersten Satzes sehr ausgeglichen jetzt, nachdem Popinka sich herangekämpft hat, ausgeglichen hat und durch diesen sehr, sehr glücklichen Netzroller jetzt sogar in Führung gegangen ist. Jetzt heißt es Satzball für Andrasch Popinka. Und das bei eigenem Aufschlag ja immer noch ein großer Vorteil im Tischtennis. Kann er sofort nachsetzen. Er versucht zumindest mit dieser Rückhand. Die geht aber knapp über den Tisch und vergibt damit seinen ersten Satz bei der Belgier. Voll durchgezogen, aber leicht verzogen. Sehen beide. Jetzt wird der Satz natürlich verlängert, weil die Sätze sind zwar verkürzt bis 11, aber man braucht nach wie vor 2 Punkte Vorsprung, um einen Durchgang zu gewinnen. Und jetzt hat Marvenge seine erste Chance, diesen ersten Satz für sich zu entscheiden, aber Popinka hält dagegen. Mit diesem Vorhand-Topspin verlädt er Marvenge. Hier einen ganz, ganz weichen Vorhand-Topspin platziert. Ganz lange Bewegung mit ganz viel Buffet. Und Popinka gelingt es nicht ganz, diesen Ball zu blocken. Springt von der Netz, kommt er drüber und den nächsten Punkt macht Marvenge auch. Knappe Geschichte, 13:11, der erste Satz für den favorisierten Chinesen, die Nummer 1 des TTC Grenzau. Andrasch Popinka, er schüttelt den Kopf. Er hat gut mitgehalten in den ersten beiden Sätzen gegen Marvenge. Hat in beiden Sätzen Satzball gehabt. Beim 10:9. Der Offenburger hat aber beide verloren in der Verlängerung. Mit klarer Vorteil für den favorisierten Chinesen, den Spitzenspieler des TTC Grenzau. Da hat es Popinka mal geschafft, Marvenge relativ alt aussehen zu lassen. Das gelingt einem bei einem so routinierten Weltklasse-Spieler auch nicht. Alle Tage. Marvenge, der ja trotz seiner hervorragenden Weltranglistenposition 17 schon längst nicht mehr Mitglied der aktuellen chinesischen Nationalmannschaft ist. Das zeigt, über welches bombastische Potenzial China verfügt. Der amtierende Mannschaftsweltmeister, der auch den Einzelweltmeister und den Einzel-Olympiasieger stellt, ist gar nicht auf diesen Marvenge, die Nummer 17 der Welt, angewiesen, um das Welttischtennis zu dominieren. Da gibt es noch bessere. Zum Ball bei dieser Rückhand. Und er fliegt dann von der Netzkante über den Tisch. Er muss natürlich was riskieren, der belgische Nationalspieler, wenn er zu passiv agiert und Marvenge die Regie über das Spiel überlässt. Dann spielt er seinen Streifen natürlich locker nach Hause. Applaus brandet jetzt im Hintergrund auf
weil Petra Korbel das Duell gegen Offenburgs chinesischen Spitzenspieler bei Feng Tian ganz klar in drei Sätzen gewonnen hat. Renzau also mit 2:1 in Führung bringt. Und jetzt hat Ma Wenge die Chance gleich auf 3:1 zu erhöhen. Der chinesische Spitzenspieler der Westerwälder. Und obwohl er diese Vorhand verschlagen hat, bleiben ihm immer noch 4 Matchbälle. Erstmal zu Ende gespielt werden. Jetzt 3 Punktgewinne in Folge für Andras Popinka durch vermeintlich leichte Fehler von Ma Wenge. Gar nicht erzwungen von Popinka unbedingt, aber im 4. Matchball den nutzt er dann nach einem ausgeglichenen Beginn. Nach einem 1:1 in den Doppeln geht Grenzau durch Siege von Petr Korbel und von ihm, von Ma Wenge, mit 3:1 in Führung. Beide Einzel, eine ganz klare Angelegenheit. Beide Einzel 3:0 für den Favoriten aus dem Westerwald.